Mein Name ist Professor Dr. Sven-Henrik Voss. Ich bin seit dem Sommersemester 2010 hier an der Beuth-Hochschule und wurde für den Bereich Digitaltechnik und Rechnerarchitektur berufen. Was haben Sie gemacht, bevor Sie an die Beuth gekommen sind? Nach meinem Studium der Elektrotechnik an der TU Berlin bin ich 2004 ans Fraunhofer-Institut gekommen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Während meines Studiums habe ich dort schon als studentischer Mitarbeiter Erfahrung sammeln können. Dann, wie gesagt, ab 2004 als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ging es weiter Richtung Gruppenleiter und seit Anfang 2010 war ich dann bis zuletzt Abteilungsleiter einer Abteilung, die sich Hardware Architectures nennt und sich mit dem Hardware Design befasst. Also genau das, was ich thematisch hier auch an der Beuth-Hochschule abdecken möchte. An welchen Projekten arbeiten Sie am Fraunhofer-Institut? Da muss man differenzieren. Das Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Institut verfügt ja über 8 Abteilungen, die sich angefangen von photonischen Komponenten, photonischen Netzen bis hin zur Bildsignalverarbeitung und eben auch Hardware-Design beschäftigt. Wir in der Hardware-Entwicklung, also in unserer Abteilung Highspeed Hardware Architectures, haben natürlich immer viele parallele Projekte laufen. Ein Themengebiet ist sicher die IP-Core-Entwicklung für die Implementierung auf FPGAs und ASICs. Insbesondere für schnelle Netzwerkkommunikation. Das heißt also, was wir machen, wir nehmen Übertragungsstandards und gießen die in Hardware und können damit eine weit höhere Übertragungsbandbreite zur Verfügung stellen, als das, was sie sonst als softwareimplementierte Stacks halt als Teil des Betriebssystems im Rechner zum Beispiel haben. Was wir hier sehen, ist ein Labortestaufbau einer Performance- respektive Geschwindigkeitsmessung unseres TCP-IP-Stacks für eine Ethernet-Verbindung. 10 Gigabit Datendurchsatz und hier haben wir uns selbst eine Test-Suite entwickelt, um eben die Performance-Parameter respektive die einzelnen Datenpakete uns anzuschauen. Das kann ich mal starten. Und hier sehen wir im Prinzip, was auf der Leitung in welchem Zeitrahmen passiert und das ist eine Referenz für uns, unseren Core weiter zu optimieren. Wie lange forschen Sie schon in diesen Bereichen? Neben einigen unbedeutenden Zwischenstationen bin ich ja nunmehr 10 Jahre am Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Institut und habe ca. 2005 angefangen, in diesem Bereich aktiv zu werden und den ersten Hardware-IP-Core für Netzwerkprotokolle zu realisieren. Ich will nicht sagen, dass ich der Erfinder bin, aber ich bin sicher einer der Ersten, der das Potenzial erkannt hat, einer Hardware-Realisierung in diesem Bereich und der diese Richtung verfolgt hat, bis jetzt und die Nachfrage ist groß und da werden sicher auch noch einige Folgeprojekte in der Richtung anfallen, die wir gerne bearbeiten. Was mögen Sie an Ihrer Arbeit? Die Vielfältigkeit, vor allen Dingen auch die Herausforderung. Ich als Bastler und Tüftler, mich reizen natürlich immer Aufgaben, die scheinbar unlösbar sind und die mich motivieren und den Entwickler- und Forschergeist hier wecken bei mir und natürlich auch die ständige Arbeit mit jungen, motivierten Menschen. In welchen Bereichen möchten Sie in der Zukunft forschen? Inhaltlich stelle ich mir vor, dass man die Methoden, die man im Bereich der Netzwerkkommunikation dort erarbeitet und kennengelernt hat, einfach adaptiert auf eine andere Applikation, in diesem Fall die Audioverarbeitung, wo man im Prinzip Methoden zur Datenübertragungsmaximierung und Latenzminimierung anwendet, um quasi Applikationen der Audiotechnik abzudecken. Beispielsweise für unkomprimierte Audiodatenströme, wo ein paar hundert Megabit bis zu einem Gigabit oder mehr anfallen können, dass man diese durch angepasste Hardware-Realisierung verarbeiten kann oder auch möglichst latenzfrei zum Beispiel MIDI-Input nimmt und dann diese unkomprimierten Audio-Samples abspielen könnte. Ja? Also das ginge dann Richtung System, kleinen Systemdesigns, Demonstratoren und so weiter,
Das sehe ich als sehr spannend an und habe auch schon einiges an Feedback von Seiten der Studierenden erhalten, damit sich zu vertiefen und in diesem Bereich tätig zu werden. Das würde ich gerne machen.